Hi Leute, willkommen zum neuen Erleben in Ungarn Video. Derzeit sieht es ja, wenn man so auf YouTube die ganzen Videos verfolgt oder eben verschiedene Gruppen in Facebook und so weiter, derzeit sieht es so aus, als ob ganz Deutschland nach Ungarn ziehen würde. Aber das ist nicht der Fall. Das ist einfach, weil man eben solche Seiten besucht, wo es um die Auswanderung geht und wo es speziell auch um die Auswanderung nach Ungarn geht. Deshalb kommt einem so vor, dass jetzt halb Deutschland aus Deutschland ja, wegzieht und nach Ungarn auswandert. Dem ist, wie gesagt, nicht so. Es kamen schon immer viele Deutsche nach Ungarn. Das hat ja, auch schon in der frühen Geschichte von Ungarn begonnen. Der erste apostolische König in Ungarn war sogar mit einer bayerischen Fürstin verheiratet, also König Stephan I. ist apostolischer König aus der Abbadenlinie und er war mit Gisela verheiratet, mit der bayerischen, also sie war bayerische Fürstentochter und ja, das hat eine enge Bindung zwischen Bayern und Ungarn ja, gebracht. Na, auf jeden Fall, ja, das hat die ewigen Konflikte dahingehend beendet. Und ja, mit Stephan dem I. Ist ein christlicher König auf den Thron in Ungarn gekommen und damit war die Bindung an die Westkirche vollzogen. Ja, Stephan I. holte dann Missionare, vor allem aus Deutschland ins Land, also nach Ungarn, ins ungarische Königreich. Und ja, damit nahm es den Weg, dass da schon damals viele Deutsche auch nachgekommen sind, einfach ins Land gekommen sind und hier sich ein neues Leben aufgebaut haben. Deshalb ja auch so viele Ungarndeutsche in Ungarn. Und das war natürlich auch nach den Türkenkriegen so, da waren große Landstriche in Ungarn, waren menschenleer, da kamen dann wieder aus Österreich und Deutschland neue Bürger, die sich hier angesiedelt haben. Und ja, so sind immer wieder in der Geschichte, im Laufe der Geschichte von Ungarn, immer wieder Österreicher, Deutsche nach Ungarn gekommen. Und ja, das war schon immer der Fall. Und das sieht jetzt einfach nur durch die sozialen Medien und so weiter so aus, als ob wirklich so viele Deutsche nach Ungarn kommen würden, aber dem ist nicht so, das war schon immer so. Während des Sozialismus, da sind auch aus der DDR viele gekommen, vor allem aber natürlich Urlaub machen am Plattensee. Da war wirklich ja, ein regelrechter Ansturm der DDR-Bürger. Die sind gerne am Plattensee gekommen. Damals war es ja auch noch günstig. Ja. Daher, Ungarn ist eigentlich schon immer irgendwie mit Deutschland verbandelt gewesen und sind immer wieder Siedler hierher gekommen. Also sollte man nicht den falschen Eindruck gewinnen, dass jetzt wirklich, dass sich da halb Deutschland auf den Weg nach Ungarn macht. Das ist nicht der Fall. Es ist ja, ein kleiner Bruchteil. Vielleicht hat sich das jetzt durch die Einwanderungskrise da verstärkt, aber jetzt nicht so dramatisch. Eben weil auch die ungarische Sprache eine Hürde für die Deutschen ist. Rentner, deutsche Rentner, die nach Ungarn kommen, denen ist es eigentlich wurscht, weil ja, die kommen auch sehr gut mit Deutsch in Ungarn zurecht, also das ist kein Problem. Und
die werden auch nicht mehr Ungarisch lernen, weil sie es nicht mehr müssen, weil sie nicht arbeiten gehen müssen oder so und sonst irgendetwas. Ja, und sonst mal sehen, wie was die Zukunft bringt. Aber gefühlt, ja, kommen jetzt mehr Deutsche und Österreicher, aber dem ist nicht wirklich so. Das ist nur hochgespielt, beziehungsweise ja, durch die sozialen Medien kommt es so rüber. So, ich hoffe, das kleine Video mit den Infos hat euch gefallen. Über einen Daumen hoch, über ein Abo würde ich mich natürlich wie immer sehr freuen und wir sehen uns im nächsten Leben in Ungarn Video.